Willkommen in diesem riesen Raum. Ich kann jetzt immer so hin und her gucken, wie beim Tennis. Ich möchte über freies Wissen sprechen, über Creative Commons und über das berühmt und auch berüchtigte Lizenzmodul NC bei Creative Commons. Das ist das mit großem Abstand beliebteste Modul, die beliebteste Einschränkung, wenn man Inhalte unter Creative Commons lizenziert. Aber fangen wir mal im Urschleim an. Was ist überhaupt Open Content? Das hier auf einer OER-Konferenz zu fragen, mag überflüssig erscheinen. Es ist wie Eulen nach Athen zu tragen. Aber wichtig ist, denke ich, dass wir uns nochmal auf die Grundidee besinnen. Open Content, offene Inhalte, sind Inhalte, die offen und frei zugänglich sind. Und zwar von vornherein und nicht erst, wenn die Urheber oder sonstige Rechteinhaber die Erlaubnis dazu geben. Und das ist leider nicht selbstverständlich, denn, und das ist ganz wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, das Recht geht davon aus, dass gar nichts ohne Erlaubnis des meistens Urheberrechtsinhabers gemacht werden darf. Um diese Idee der offenen Inhalte, die ja in einer Welt, die jetzt durch Technik und durch Digitaltechnik all das möglich macht, auch umsetzen zu können, gibt es ganz verschiedene Initiativen, die sind hier in dem Raum, denke ich, auch bekannt, von Open Source Software Programmierung über Wikipedia oder verschiedene Lizenzmodelle. Das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist Creative Commons. Warum nun Creative Commons? Warum eine Lizenz? Creative Commons ist eine Lizenz, eine Jedermann-Lizenz, eine Lizenz, mit dem, wenn man einen bestimmten Inhalt damit lizenziert, das für jedermann die Bedingungen der Nutzung festlegt. Ist so eine Jedermann-Lizenz, ist eine Lizenzierung nicht eine Anpassung und eine Unterwerfung an das Urheberrecht, von dem man doch oft dann auch das Gefühl hat, dass es den offenen, den freien Zugang behindert? Ganz klar ja. Creative Commons ist ein Werkzeug, um Inhalte leichter nutzbar zu machen. Aber ja, es baut auf dem geltenden Urheberrecht auf. Es ist kein Widerspruch, es ist keine Revolution, es ist auch kein Gegenmodell. Creative Commons modifiziert nur den Normalfall des Urheberrechts. Der Normalfall ist, niemand darf meine Inhalte nutzen. Und aus diesem Normalfall wird, jeder darf meine Inhalte nutzen, in folgender Art und Weise und zu folgenden Bedingungen. Und diese Aussage gilt dann gegenüber jedermann und kann vor allen Dingen von jedermann auch eingesetzt werden, ohne dass er vorher Jura studiert haben muss. Aber wenn das so ist, warum hat man dann wieder unterschiedliche Lizenzen unter Creative Commons? Warum so viele Varianten? Dann wird es doch wieder komplizierter. Muss man dann doch wieder Jura studieren? Der Grund dafür ist, dass Urheber ganz unterschiedliche Interessen haben. Und Creative Commons Lizenzen sind keine einfache Pauschallösung für alles. Also nicht die einfache Pauschallösung, alles ist offen, immer. Und das ist eben auch gut so, um diesen unterschiedlichen Interessen gerecht zu werden. Die meisten hier, denke ich, kennen diesen Modulbaukasten. Es gibt Urheber, denen kommt es auf eine möglichst weite Verbreitung an. Die stellen dann nur, die nutzen einen CC BY, also nur, bestehen nur auf die Namensnennung, ansonsten auf gar nichts. So kann man Inhalte sehr, sehr weit verbreiten.
Es gibt andere, denen ist dieses Open-Content-Prinzip wichtig. Die wollen, dass ihre Inhalte auch frei bleiben, auch wenn sie weiterverarbeitet werden, dann die weiterverarbeiteten Produkte, Inhalte frei bleiben. Die sagen dann, ja, CC BY, aber wir sagen dazu noch, Weiternutzung nur unter gleichen Bedingungen, CC BY SA. Also eine Lizenz für Leute, denen es nicht auf die möglichst breite Verbreitung ankommt, sondern denen es darauf ankommt, diesem Prinzip Open Content zum Durchbruch zu verhelfen. Sie wird deshalb von einigen auch CC-Mission genannt, also für Überzeugungstäter des Open Content-Gedanken. Es gibt Urhebern, denen ist der Gedanke von Werkintegrität sehr wichtig. Die Vorstellung, dass ihre Werke verändert werden, weiterentwickelt werden, passt überhaupt nicht in ihr Konzept. Die können dann eben genau diese Weiterverwendung ausschließen. Das ist CC BY ND. Und anderen, und ich denke den meisten hier in diesem Zusammenhang, ist aber gerade dieses Weiterentwickeln, das eigentlich Wichtige, das Salz in der Suppe im Umgang mit Werken. Viele, die aus dieser Mashup-Kultur kommen, die können sich, wie soll ich sagen, eine Lizenzierung ohne die Möglichkeit zur Weiternutzung gar nicht vorstellen. Für die ist natürlich dieses CC BY ND-Modul fast Teufelszeug. Außerdem gibt es eben noch die Einschränkung, dass kommerzielle Nutzung verboten wird, und darauf will ich näher eingehen. Zunächst mal, was ist überhaupt kommerziell? Irgendwie ist das vielen unsympathisch, so ganz intuitiv. Da wird Geld verdient und Geld mit meinen Inhalten verdient. Man denkt irgendwie an Big Business. Also kommerziell ist erstmal jede Verwendung, die vorrangig auf einen geschäftlichen Vorteil oder eine Geldwertevergütung gerichtet ist. Also richtig, bei kommerzieller Nutzung wird Geld verdient oder das wird zumindest angestrebt. Aber ist es deshalb auch böse? Das ist ja tatsächlich oft so eine intuitive Herangehensweise, da wird Geld mit meinen Inhalten verdient, das hat so, da kommen so Gedanken vom Parasitären auf, wieso macht da jemand Geld mit meinen Sachen? Kommerziell, das klingt auch nach Big Business, das klingt nach irgendwelchen großen Konzernen und ihren fragwürdigen Geschäftspraktiken. Aber um das auch ganz klar zu sagen, kommerziell ist nicht böse. Wenn wir alles, womit man Geld verdienen kann, ausschließen, dann können wir nur in einer Welt leben, in der es nur Behörden gibt oder nur spendenfinanzierte Initiativen, also Leute, die so viel Geld haben, dass sie davon noch was abgeben kann und damit was finanziert wird. Aber so ist diese Welt nicht, und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir in einer Welt leben, in der es nicht nur Behörden gibt. Wenn man die kommerzielle Nutzung von Inhalten verbietet, dann, und das ist, denke ich, jedem erstmal intuitiv einsichtig, können solche Inhalte nicht verbreitet werden, vor allen Dingen nicht so leicht verbreitet werden. Man muss auch ganz klar sagen, die Aussicht, mit etwas Geld zu verdienen, auch mit der Verbreitung von Inhalten, ist ein ganz wichtiger Motor für Aktivitäten. Leute handeln, um Geld zu verdienen. Wenn man diesen Motor abschaltet, leidet die Verbreitung von Inhalten ganz erheblich darunter. Eigentlich scheint das alles klar zu sein, aber umso erstaunlicher finde ich, dass ich dann immer, wenn eigentlich doch die Argumente ganz ruhig diskutiert werden, immer ein Totschlagargument kommt. Und das sind Nazis.
weil oder Kinderpornografie, aber Nazis auch mindestens so häufig, denn wenn ich meine Inhalte so ganz freigebe und vor allen Dingen auch die kommerzielle Nutzung freigebe, können dann nicht andere, von denen ich das gar nicht will, Nazis oder andere Extremisten, können die dann nicht einfach meine Inhalte nutzen? Hilft nicht diese Einschränkung, dieses Verbot kommerzieller Nutzung, dass eben solch eine unkontrollierte Verwendung nicht stattfindet? Das ist ein ganz verbreiteter Irrglaube, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Nazis wollen, politische Extremisten wollen die Gesellschaft verändern. Nazis wollen einen Führerstaat aufbauen. Aber eins wollen sie nicht vorrangig, Geld verdienen. Das heißt, wenn sie ein NC-Modul verwenden, dann hindern sie keine Nazi-Partei daran, diese Inhalte zu verwenden. Was sie aber tun, ist, sie verhindern, dass ein Extremismusforscher, der diese Fotos beispielsweise nutzen will und ein Buch über Extremismus veröffentlicht, das darf, weil dieses Buch dann in einem kommerziellen Verlag erscheint und damit natürlich kommerziell ist. Also sie helfen den Nazis und sie schaden ihren Gegnern. Ja, gut, das mag einige überzeugen, aber viele haben trotzdem noch so eine intuitive Abneigung gegen die Kommerzialisierung ihrer Inhalte. Sie wollen nicht das, was sie freigegeben haben, ja gerade damit es kostenlos auch weiter verbreitet wird, dass das irgendwie wieder angeeignet wird und wieder kommerzialisiert wird. Was hilft denn nun dagegen? Ist da das NC-Modul das Einzige? Also sicherlich mit dem Modul nicht kommerzielle Nutzung kann man etwas gegen Kommerzialisierung tun, aber sehr viel wirksamer ist in dem Fall das Modul SA oder auch Mission genannt. Also das Modul, was sagt, wer etwas weiter verarbeitet und sozusagen diesen Inhalt dann in einer neu konfektionierten Form weiter zugänglich macht, da darf das nur, wenn er es unter den gleichen Bedingungen macht und damit kann er es nicht mehr monopolisieren, was ja häufig dann der Grund ist, weshalb Dinge dann sehr teuer werden, weil es nur unter den gleichen freien Voraussetzungen geht. Ganz wichtig, das Modul NC ist vollkommen inkompatibel zur Wikipedia. CC-lizenzierte Inhalte, die für die nicht kommerzielle Nutzung verboten sind, dürfen nicht in die Wikipedia eingestellt werden. Das gehört zu den Grundprinzipien von Wikipedia, weil sie wollen eine weite Verbreitung und sie profitiert eben auch ganz erheblich von der kommerziellen Nutzung ihrer Inhalte. Beispiele dafür sind Spiegel Online oder auch die Wikipedia DVD, die es mal gegeben hat. Deshalb eine ganz klare Politik von Wikipedia. In dieser Hinsicht, was Wikipedia nutzt, ist die CC-Variante, also Lizenzvariante CC BY SA, also sozusagen für die Juristen unter Ihnen. Sie hat bis 2009 die Free Documentation License der GNU-Initiative genutzt und inzwischen eben diese CC-Variante, aber die alte Lizenz wird auch noch weitergetragen, damit es da keine Widersprüche gibt, aber das sind wirklich juristische Finessen. Ja, aber verhindert denn NC überhaupt eine kommerzielle Nutzung? Also eine Lizenz verhindert erstmal gar nichts. Ganze Heerscharen von Rechtsanwälten leben davon, dass gegen das Urheberrecht verstoßen wird. Es profitieren Rechtsanwälte übrigens sehr viel mehr vom Urheberrecht als Urheber. Aber trotzdem hat NC eine große Wirkung, denn es verhindert, dass rechtstreue Nutzer Inhalte nutzen können. Auch hier ist Wikipedia, denke ich, ein gutes Beispiel. Sie werden nichts in die Wikipedia einstellen können, was NC lizenziert ist. Was sind denn überhaupt die Konsequenzen einer unerlaubten Handlung? Wenn von sich aus nur die rechtstreuen Nutzer NC-lizenzierte Inhalte nicht nutzen, was machen Sie denn dann, wenn Sie dieses Modul verwenden und andere tun das? Gehen Sie dagegen vor? Wenn Sie das nämlich nicht tun, dann verliert dieses Lizenzmodul
noch einmal an Berechtigung, weil sie nur diejenigen davon abhalten, von denen sie das vielleicht gar nicht wollen, und diejenigen, die tatsächlich sich darüber hinwegsetzen, dagegen gar nicht vorgehen. Deshalb eine Kurzform, die ich mal formuliert habe: Wenn Sie NC verwenden, dann bitte nur, wenn Sie diese Einschränkung auch gerichtlich umsetzen wollen, durchsetzen wollen. Das heißt in dem Fall, wenn Sie auch mittels einer einstweiligen Verfügung gegen solche Nutzungen vorgehen zu wollen. Wenn Sie das gar nicht wollen, verzichten Sie lieber gleich auf NC. NC ist im Übrigen auch unvereinbar mit der Nutzung von Inhalten in Zeitungen, weil Zeitungen verdienen ja Gott sei Dank noch eigenes Geld. Ich finde das schlimm, wenn wir in einem Land leben würden, wo nur Behörden Zeitungen machen würden. Also in einem Staatszeitungsland möchte ich nicht leben. Aber gerade für Schulen ist so etwas problematisch, wenn die auf ihrem Schulfest irgendwelche Inhalte erstellt haben und die Zeitungen berichten darüber und begehen dabei gleich Urheberrechtsverletzungen, dann ist das nicht im Sinne von OER. Ein Wort noch zu Schulen, Berufsschulen und Universitäten. Die meisten, also Bildungseinrichtungen, gelten immer so als Paradebeispiel für nicht kommerzielle Nutzordnungen, aber auch diese Einordnung ist nicht immer richtig. Nicht alle Schulen werden ausschließlich vom Staat finanziert. Und wenn Sie auf Einnahmen angewiesen sind, also wenn Sie gerade auch neue Wege gehen, vielleicht auch innovative Wege gehen, dann sind Sie auf Einnahmen angewiesen und damit wird Ihre Nutzung zur kommerziellen Nutzung. Ganz kurz zu NC und Mashups. Bei Mashups ist es so, dass wenn auch nur einer der Inhalte NC lizenziert ist, das gesamte Mashup nicht kommerziell genutzt werden darf. Und das ist häufig ein Problem, weil auch der Überblick darüber, welche Lizenzvariante wo genutzt wird, verloren geht und Mashups häufig auch im ganzen nicht kommerziellen Bereich entstehen und später dann aber doch Einnahmen generieren. Als Information für alle: Achtung, wer Mitglied der GEMA ist, darf seine Werke nicht unter CC stellen. Ich denke, das ist hier bekannt. Und es ist einer der Gründe, warum sich mit C3S eine neue Verwertungsgesellschaft für Musik gründet. Kommerzielle Nutzung hat auch Vorteile. Es fördert die Verbreitung, es fördert das Ansehen, es fördert die Aufmerksamkeit dieser Inhalte, die man so lizenziert. Ich denke, das muss man sich immer wieder auch klar machen. Auch wenn man Creative Commons lizenziert, verliert man damit nicht seine Persönlichkeitsrechte. Das heißt, niemand kann für sich in Anspruch nehmen, dass derjenige, der so lizenziert hat, auch hinter der weiteren Nutzung steht, und man kann gegen so etwas auch vorgehen. Also wenn Sie ein Foto machen und das wird in einem sinnentstellenden Kontext gestellt, dann können Sie dagegen auch vorgehen. Ich habe mich nie vereinnahmen lassen, ich habe jetzt sehr viel gegen NC gesprochen, aber ich habe mich nie vereinnahmen lassen, wenn es darum ging, das NC-Modul insgesamt in Bausch und Bogen zu verdammen. Wer ein konkretes Geschäftsmodell hat, das darauf angewiesen ist, andere kommerzielle Konkurrenznutzung zu verbieten, ja Gott, der soll NC benutzen. Aber in mindestens 95% der Fälle, wo NC genutzt wird, ist das überhaupt nicht der Fall. Und in diesem Zusammenhang auf einer OER-Konferenz, wo es um den freien Zugang zu Bildungsmaterialien geht, da hat NC wirklich gar nichts zu suchen. Deshalb ende ich mit dem Aufruf: Gebt eure Inhalte frei und gebt sie auch frei für die kommerzielle Nutzung. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Paul Klimpel. Wir eröffnen für Fragen, Kommentare, Gegenreden. Lass mal liegen, das machen wir gleich. Du bist jetzt hier gerade wichtig. Ich hab doch alles gesagt. Wer will? Das Mikrofon kommt. Das Mikrofon kommt zuerst dahin, dann dahin. Wir sammeln mal zwei. Direkt ganz hinten, Raimund, und dann nehmen wir zuerst da, wenn du gerade schon da bist. Karl-Heinz auch? Okay. Eins, zwei Fragen habe ich hier vorne gesehen. Und dann von Raimund, ne?
Hallo, langsam. Thomas Leidl von NTV. Sie haben Zeitungen, Spiegel Online und so angesprochen. Da hätte ich gerne eine Auskunft nur, dieses Share-alike, wenn jetzt also ein Online-Portal oder eine Zeitung die Inhalte mit dieser Lizenz benutzt, dann heißt es dann, dass gleich die ganze Zeitung oder das ganze Portal dann auch frei zugänglich ist, oder? Nein, nicht das, die ganze Zeitung, nicht das ganze Portal, aber dieser konkrete Inhalt in der weiterverarbeiteten Form. Das ist, also sonst würde, glaube ich, auch Share-alike nicht in dieser großen Art und Weise genutzt, aber es ist schon eben auch eine Einschränkung, also es ist eine Einschränkung der Möglichkeiten, nochmal zu einer Monopolisierung zu kommen. Die Bitte einmal bei den Wortmeldungen ein bisschen den Arm oben lassen, damit unsere Helferteams alle finden. Ja. Mein Name ist Karl-Heinz Pape. Ich habe auch meine Probleme mit diesem NC. Selbst wenn ein Lehrer in einer staatlichen Schule so einen Inhalt unter einer NC-Lizenz verwendet, dann hilft es ja, ihm selbst Geld zu verdienen. Denn sein Job kann man das auch, also diese Grenzen sind für mich nicht so richtig klar, ne? Also dazu ganz klar Ihre Antwort, ja, die Grenzen sind nicht klar. Den Fall, den Sie genannt haben, dass ein Beamter oder auch ein Angestellter ja durch die Nutzung irgendwie selber sein Anstellungsverhältnis gerecht wird und damit Geld verdient, das reicht nicht aus, weil die Institution ist nicht gewerblich, nicht kommerziell und dass sie Angestellte hat, macht daraus nichts anderes. Etwas anderes ist es aber in der Tat schon, wenn dann ein freier Dienstleister sagen wir mal, Lernmaterialien aufbereitet und damit sein Geld verdient als eigener Unternehmer, dann wird es schon ganz kritisch. Und die Grenzbereiche oder die Unschärfe in der Abgrenzung führt auch dazu, dass gerade die Rechtstreuen die Finger von diesem Material lassen. Diejenigen, die sich darum nicht scheren, die werden sich auch nicht darum scheren, wenn es gar nicht unter Creative Commons stünde. Aber die meisten, die Creative Commons Material sehr bewusst benutzen, tun das ja, weil sie ein hohes Problembewusstsein über diese urheberrechtlichen Fallstricke haben und die achten dann sehr genau darauf, welche Einschränkungen es da gibt. Ich habe zwei Wortmeldungen gesehen, einmal hier und einmal ganz am Ende von Sebaso. Danach schließe ich die Rednerliste. Die Lehrersache zum Beispiel wird ja schon da unklar, wenn der angestellte Lehrer das dann in seinem Blog veröffentlicht, der werbefinanziert ist. Ja, in dem Moment kommt man schon in den Graubereich. Also der werbefinanzierte Blog, der vielleicht nur die Hostingkosten gerade mal als Einnahme abwirft, da wird man sicherlich noch sagen können, das ist kommerziell, aber auch da gibt es sicherlich Juristen, die sowas vertreten. Aber wenn mit diesem Blog dann wirklich auch mehr Geld verdient wird, dann ist man ganz schnell in dieser schiefen Ebene hin zur Kommerzialisierung und zur kommerziellen Nutzung. Und es wird immer Juristen geben, die bei so etwas vertreten, dass es eine kommerzielle Nutzung ist. Ja, mein Name ist Raimund Specking, ich bin Wikipedianer aus Köln. Wie ihr seht, Fotograf, also Hobbyfotograf, und mich hatte vorletzte Woche die Nazi-Keule nämlich getroffen. Ein Foto von mir, das ich aus dem Kölner Panorama, wurde von der rechten Wählergruppe Pro Köln, ob man sie jetzt Nazis bezeichnen darf, sei dahingestellt, aber extrem rechts eben, verwendet, lizenzkonform verwendet. Und es hatte mich auf der einen Seite tierisch geärgert, weil ich mich davon einfach distanziere politisch, aber andererseits nicht kommerziell hätte hier auch nicht geholfen, weil sie sind als politische Partei wahrscheinlich nicht kommerziell. Und ich denke, das müssen wir einfach aushalten, dass das allgemein verwendet wird. Es hat mich trotzdem tierisch geärgert, ja, weil ich da mit meinem Namen draufstehe. Aber die Freiheit ist, glaube ich, wichtiger. Ja, das kann ich nur unterstützen. Man muss sich halt auch einfach irgendwann entscheiden. Will man etwas freigeben und dann verliert man Kontrolle? Das ist so. Und wenn man Kontrolle behalten will, dann darf man nichts freigeben. Aber ich glaube, dass die Gewinne der Freigabe ein so vieles höher sind, als dass der Angst vor Kontrollverlust dadurch um Meilen aufgewogen wird. Die letzte Frage. Sebastian,
Sebastian Soth, ich arbeite auch bei Wikimedia. Ein ganz wichtiges Thema, was ich bei den NC-Lizenzen als ganz, ganz, ganz großen Punkt finde, warum man sie auf gar keinen Fall auch nicht in nicht kommerziellen Kontexten verwenden darf, aus meiner Sicht, ist die Nachnutzbarkeit. Niemand weiß, was der Schüler in einer Schule mit einem Material, was in einem Unterricht mal entstanden ist, in Zukunft machen wird. Und in der Sekunde, wo der Lehrer dem Schüler ein Material gibt, was unter einer NC-Lizenz ist, der Schüler das weiterverarbeitet, darf der Schüler damit nichts mehr machen, was in irgendeiner Form NC-Regeln verhindert, durch NC-Regeln verhindert wird. Und das ist das allergrößte Problem. Man schränkt damit Wissen ein. Man schränkt damit ein, dass daraus gute Dinge entstehen können. Ja, wir stehen auf den Schultern von Giganten, ist ja dieser schöne Spruch. Das ist das allergrößte Problem aus meiner Sicht bei der ganzen Diskussion. Man kann als Lehrer, man kann als Bildungspolitiker, man kann als Bildner, wer auch immer, man kann niemals wissen, was man für Prozesse angestoßen hat. Und wenn der Schüler das auf seinen Blog stellt und dann 5 Jahre später irgendjemand auf die Idee kommt, Mensch, der Schüler hat so ein tolles Blog, ich bezahle ihn jetzt für dieses Blog, dann muss er das ganze Zeug runternehmen oder kann richtig schlimme Folgen davon haben in der theoretischen Form. Und das finde ich noch viel, viel schlimmer als das, was heute oder morgen damit passieren kann, dass es einfach die Nachnutzbarkeit von schönen, darauf aufbauenden Dingen so doll einschränkt. Danke. Das kann ich nur ganz unterstützen. Und in der Tat, also wann auch ein Verhalten dann zu einem kommerziellen wird, das ist ja ein gleitender Übergang. Ein Blog beginnt aus reiner Liebhaberei und entwickelt sich und wird irgendwann tatsächlich zu einer substanziellen Einnahmequelle des Bloggers. Ab wann ist denn der Punkt, wo er wirklich alles runterschmeißen darf? Auf jeden Fall ein ganz großes Problem. Und bei den Schulen speziell, denke ich, besteht einfach auch eine große Mitverantwortung der Lehrer und der Schüler, der Lehrer und der Schulen, da genau dieser Fall, dass der Schüler etwas dann nutzt und dann irgendwie der Zeitung gibt und der Zeitung unterschreibt, dass er das alles darf und damit seine Haftung übernimmt, dass so eine Gefahr ist einfach da und da haben Schulen eine Verantwortung, das auch zu verhindern. Vielen Dank für die Fragen. Einen kurzen Einwurf. Wir brauchen das Mikrofon. Hallo, mein Name ist Christoph Mille und Sie sagten vorhin, 95% aller Lizenzen sollten nicht NC sein. Welche sind denn 5%? Können Sie ein einziges Beispiel sagen? Das treibt mich jetzt hier schon die ganze Zeit um. Ja, es ist ja das gesamte NC-Modell ist ja auch innerhalb von Creative Commons durchaus umstritten und es gab ja und es gibt ja immer wieder Forderungen, das ganz zu streichen. Ich denke, es gilt genau das, was ich gesagt habe. In dem Moment, wo jemand ein ganz konkretes Geschäftsmodell hat, was quasi wie das aufbauend auf dem traditionellen Urheberrecht und auf der zumindest für kommerzielle Nutzung Monopolisierung des Zugangs und die Verhinderung der Verbreitung aufbaut. Wer das konkret so hat, für den ist die CC-NC-Lizenzierung immer noch ein Mehr an Offenheit im Vergleich zum geltenden Urheberrecht. Und bei dem würde ich das dann auch für legitim halten. Vielen Dank. Bitte klatschen Sie vor dem Werbeblock jetzt nochmal für Dr. Paul Klempel. Applaus.